In Hamburgs Speicherstadt ist seit 12 Jahren die größte Modelleisenbahnanlage der Welt zu bewundern. Und seit 12 Jahren wird unaufhörlich bebaut, geplant und erweitert. Auf inzwischen über 1300 Quadratmetern fahren etwa 930 Züge durch Mitteleuropa, Skandinavien und Amerika. Immer wieder sind aber auch bedeutende Ereignisse und Bauwerke in der Realität Anlass für detailverliebte Adaptionen und Nachbauten. Vor etwas mehr als einem Jahr kam uns eine weitere Idee, die Elbphilharmonie in Klein. Als Teil der Hafen City sollte sie sich später im Hamburg-Abschnitt befinden. Jetzt, pünktlich zur Eröffnung, werfen wir einen Blick zurück auf verschiedene Stationen ihrer Entstehung. Am 14. November 2012 setzten die Hamburger Kultursenatorin Professor Barbara Kisseler und Generalintendant Christoph Lieben-Seuter zusammen den ersten Stein für ein umfangreiches Bauprojekt. Seitdem ist die Elbphilharmonie neben allen anderen anstehenden Arbeiten ein großes Thema beim gesamten Team. Besonders motiviert waren wir von der Herausforderung, schneller fertig zu sein als das große Vorbild. In den ersten Wochen und Monaten danach galt es dann erstmal anhand eines Rohmodells herauszuarbeiten, welche der zahlreichen Ideen technisch überhaupt möglich sind. Mit alten Bauteilen wurden an einer provisorischen Elbphilharmonie allerhand Versuche vorgenommen, um zum Beispiel den Öffnungsmechanismus zu entwickeln. Im Frühjahr 2013 wurde ein erstes Holzmodell mit richtigen Ausmaßen gebaut. Zusammen mit den Wunderlandmachern Gerrit und Frederik nahmen sich die Modellbauer und Elektroniker dann erneut Zeit, um die Fortschritte mit den Vorstellungen abzugleichen. Das Bodengerüst der Hafen City nimmt Form an. Doch schon bald griffen die Architekten der kleinen Philharmonie nach Höherem. In mühevoller Handarbeit wurde das Dach mit Formvlies modelliert, wiederholt gespachtelt und abgeschliffen, um die perfekte Oberfläche zu erzeugen. Wichtig war dem Team nicht nur das realistische Äußere. Sie wollten auch innerhalb der Elbphilharmonie ein glaubhaftes Ebenbild erschaffen. Ein Beispiel dafür ist die Rolltreppe. Sie wurde erst am Computer entworfen, um sie dann, nach der Fräsung der Einzelteile, per Hand zusammenzusetzen. Ihren Look bekam sie schließlich durch den Einsatz von Sprühfarbe und Klebefolie. Fortschritte sind auch in der Hafen City zu sehen. Ganz ähnlich dem Flughafen wurden alle Geländer eigens gestaltet, zugeschnitten und Stück für Stück an den Kaimauern angebracht. Auch die Häuser für die Hafen City wachsen. Sie wurden ebenfalls nach dem realen Vorbild am Computer entworfen und dann gefräst. Im Frühsommer 2013 konnten unsere Modellbauer dann anfangen, Details wie die Fenster zu kleben. Damit die Elbphilharmonie sich öffnen kann und dem Zuschauer einen Blick auf den Konzertsaal ermöglicht, brauchte das Modell einen Mechanismus, der die Fronttüren auf Knopfdruck bewegen lässt. Die Elektroniker mussten dann die genaue Geschwindigkeit und den richtigen Winkel berechnen, da die beiden Öffnungsflügel unterschiedlich groß sind. Eine ordentliche Vorarbeit führte dann schließlich zu einem Ergebnis, das alle Anforderungen erfüllt. Etliche Meter Kabel mussten unsere Elektroniker unter dem Modell verlegen, damit der Öffnungsmechanismus funktioniert und die Lichter in der Hafen City angehen können. So können sie sowohl alle 6000 LEDs und vielzählige Knopfdruckaktionen ansteuern, als auch die Stromversorgung sicherstellen. In großer Runde wurde dann ein erster Lichttest mit Begeisterung abgeschlossen. Die kleine Hafen City nähert sich ihrer Fertigstellung. Insgesamt 6 Quadratmeter misst das neue Element im Ganzen. Da oben auf der Anlage für eine weitere Fläche im Hamburg-Abschnitt allerdings nicht genügend Platz war, musste das Wattenmeer für diesen Zweck herausgeschnitten werden. Nicht immer ganz einfach, gelang es uns jedoch, alles ohne größere Schäden herauszulösen. Direkt im Anschluss wurden die 9 Platten für eine Stellprobe nach oben getragen. Nun sollte sich herausstellen, ob sauber gearbeitet wurde oder ob noch einmal etwas zurechtgesägt werden muss. Erfahrung und gute Messungen führten aber zu einem passgenauen Ergebnis. Die letzten Monate vor der Eröffnung wurden dann genutzt, um alle Details auf die Anlage zu bringen. Auch hier finden sich wie immer sowohl humorvolle als auch alltägliche Einblicke in das Leben der Hamburger Hafen City. Um dem Modell den letzten realistischen Touch zu geben, haben wir in 2 Nächten das Wasser im gesamten Hafenbereich neu gegossen. Der nötige Zeitabstand von etwa 6 bis 7 Stunden zwischen Gießen und Weiterverarbeiten führte hier zu einigen sehr kurzen Nächten. Einer der wichtigsten Teile der Elbphilharmonie ist natürlich der Konzertsaal. Sorgfältig wird das gesamte Orchesterensemble nachgebaut, von den korrekten Instrumenten aller Musiker bis zur Frisur des Dirigenten. Schließlich werden die Figuren, um Lebendigkeit in die fertige Szene zu bringen, mit einem Bewegungsmechanismus versehen.
Doch nicht nur der Konzertsaal soll durch Lebendigkeit überzeugen. So installierten unsere Elektroniker an allen Ecken und Enden der Philharmonie Licht- und Bewegungseffekte. Die finalen Tage der Bauphase bestanden aus besonders wichtigen Schritten. Für das Gesamtbild waren vor allem die Fenster von wesentlicher Bedeutung. Um dem Vorbild möglichst nahe zu kommen, wurden sie alle unterschiedlich gefräst und gefärbt. Anschließend musste penibel darauf geachtet werden, dass sie beim Transport zwischen den Abteilungen immer genau beschriftet und benannt wurden, damit sie schließlich an der korrekten Stelle geklebt werden konnten. Kleinteilig war auch die Arbeit am Dach der Elbphilharmonie. Hunderte Pailletten verschiedener Größe wurden an zwei Tagen aufgeklebt. Das buchstäbliche Innenleben der Elbphilharmonie besteht neben dem detaillierten Konzertsaal noch aus diversen Wohnungen und Läden, die sich an allen Stellen des Gebäudes befinden. Auch hier waren die Ideen der Modellbauer natürlich wieder einmal fast grenzenlos. Die Stunde der Wahrheit. Es ist Ende Oktober 2013 und damit nur noch knapp 2 Wochen bis zur geplanten Eröffnung. Bei dem ersten Platzieren der fertigen Elbphilharmonie auf der Anlage musste überprüft werden, ob die Kabel richtig gelegt, die Ausmaße korrekt gemessen und das Gewicht präzise kalkuliert wurden. Alle Probleme, die jetzt noch auftreten, müssten unter Hochdruck schnellstens behoben werden. Es schien jedoch alles exakt zu passen und auch die ersten Tests mit der frisch angeschlossenen Elektronik verliefen erfolgreich. Jetzt, fast genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung, ist unsere kleine Hafencity samt Elbphilharmonie nach ca. 13.000 Arbeitsstunden endlich fertig. Mit Gesamtkosten in Höhe von 350.000 Euro haben 22 engagierte Mitarbeiter eines unserer schönsten Modelle geschaffen. Waren auch unsere Bauarbeiten aufwendiger als geplant und mit vielen rauchenden Köpfen verbunden, können wir nun stolz den Besuchern den neuesten Zuwachs im Hamburg-Abschnitt präsentieren. In wenigen Minuten können Sie sogar dem ersten Konzert in unserer Elbphilharmonie lauschen. Bleiben Sie dran für einen Livestream der Eröffnungsveranstaltung und des Konzertes.